Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich muss mir mal ein paar Stöckerchen sammeln, noch ein Stoni. Ich habe gerade meine beiden Fallen geleert und die sind beide kaputt. Und daher brauche ich noch eben einen Stoni. Natürlich drehen wir einmal so rum erstmal. Weil, wegen der Sicherheit, oder? Ach komm, ich lasse so. Zack! Juti, dann zimmern wir mal eben das Ding hier ready. Was ist denn? Habe ich noch eine? Oh Mann, ey. I need Stonies. Also Steine sieht man nicht wirklich, ne? Stöcke. Ach, die geben auch drei Stöcke jetzt. Das ist ja. Das war doch am Anfang nicht so, oder? Am Anfang bei denen auch immer nur einen Stock gekriegt und bei den Reifenbären auch nur eine Beere, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, da macht das ja auch, wenn du eine neue nimmst. Eine Axt. Aber weder mit dem Hammer. Den Hammer packt er nicht automatisch rein. Hör doch auf zu wackeln und mach kaputt das Ding. Das ist alles, Alter. Aber hier ist noch eine Säge. Ja, guck mal hier, Brett, Alter. Tö. Gar keine Problemchen. Alter, ey, Leute, es tut mir echt leid, ne? Aber wir müssen jetzt nochmal eben ein paar Bäume umhauen. Ich gehe mal ein bisschen weiter, damit da die Holzhütte da für die Gymbobs steht. Müssen wir noch mal eben die Bretter fertig machen, dass die Schmiede fertig ist. fünfzehn Stück oder so brauchen wir, ne? Ne, 18, 6, 12, 18, 19. 19 Stämme. Ich meine, ihr seht ja seit 10 Folgen nichts anderes als Bäume fällen. Dann können wir auch noch eine 11. Folge Bäume fällen. Eieiei, Federn. Guck mal, hier sind auch noch Bären. Baumfeld! Na, aber immerhin seht ihr jetzt gleich, wie wir Bretter machen. Eieiei.
Hier geblieben. 16, ein noch. Aber haben wir nicht noch einen liegen irgendwo hier? Guck mal, perfekt. Halt. Geil. So, wo ist jetzt unsere Hütte? Da. Boah, Leute, da haben wir aber heute gebaut wie ein großer, Alter. Ja, all. Das ist aber nicht schön. Das hätten sie aber irgendwie mal schöner animieren können. Man ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber wenn er jetzt wenigstens mal einen Fuchsschwanz in die Hand genommen hätte und hätte da mal losgelegt. Naja, aber gut. Was willst du machen, ne? Er ist halt am Häkeln. Und am Stinken ist er. Der Malocher. Naja, gut. Der Vorteil ist ja, wir haben dann jetzt erstmal einmal alles stehen. Richtig? Fischerhütte wäre noch nice. Fischerhütte müssten wir aber erstmal Jagddinger leveln. Aber das wäre das nächste, was noch fehlt. Und ansonsten haben wir so die Grundversion, glaube ich, von jedem Gebäude dann stehen, ne? Könnt ihr gleich nochmal durchgucken, eben kurz. Aber ich glaube, es ist so. Die Frage ist halt eher, ob es Sinn macht, jetzt irgendwie einen einzustellen. Ich sehe es halt nicht. Ja, für Holz, ja. Oder ein Jäger für die Jagd, ja. Das könnten wir mal ausprobieren. Aber jetzt so eine Näherin, für was? Müssen wir ja erstmal Zeug haben, dass sie überhaupt was herstellen kann. Ich glaube ja nicht, dass sie irgendwie Flachsfaden organisiert, oder? Endlich können wir es hier fertig bauen. Alto Belli, ey. Ich habe ja nicht so viele Bretter, ich habe nur 19 gemacht. Gibt es das Doppelte oder was? Ja, geil, das Gebäude gefällt mir auch. Geil. Können wir jetzt glatt mal gucken. Aus Weiden und Holz. Weiden. Ja, super, das ist dasselbe Rotz wie an der Dingens, ey. Was soll das denn? So. Ja, Schaufel werden wir ja auch brauchen, müssen Baumstümpfe ausgraben. Eiserne Axt ist natürlich nice. Wir brauchen halt Eisen, ne? Und wir müssen natürlich die Sachen auch noch leeren. Aber gut, wir haben auf jeden Fall jetzt alles stehen. Jetzt gucken wir mal eben. Gebäude. Häuser. Gut, Häuser haben wir Stufe 1 und 2. Ressourcen haben wir. Holzschuppen. Gut, Grabungsschuppen können wir halt noch nicht. Speicher gibt es nur Ressourcenlager, Lebensmittellager, da haben wir jetzt Stufe 1 stehen. Ja, Landwirtschaft halt, da gibt es noch eine Menge. Aber da haben wir das stehen, was wir bauen können. Da haben wir noch Hühnerstall, Gänsestall, Schweinestall und so weiter. Überleben haben wir Jagdhütte, Fischerhütte können wir noch nicht. Das wäre das nächste, also Fischerhütte. Was war das andere? Grabungsdingen. Pickenmeister. Also hier haben wir halt auch alles. Werkstatt haben wir, Schmiede 1 haben wir, Schneerei haben wir, Taverne haben wir. Ja. Wir haben noch 12 von 12. Wir könnten halt das Wohnhaus noch abreißen. Dann könnten wir noch eine Fischerhütte oder so ein Grabungsmoped bauen. Könnten wir denn das Grabungsding schon bauen? Nein.
aber fast. Gut, jetzt geht's darum. Flachshalme brauchen wir. Das Ding ist halt, es gibt halt nirgendwo irgendwie, muss ja im Gewicht gucken, eine Übersicht, ja, wo wir sehen, was es anzupflanzen gibt. Wahrscheinlich muss ich Flachs anpflanzen erst. Würde ich jetzt behaupten. Ach so, ne, Hammer muss ich auch nochmal mitnehmen. Packen wir 8%, so stark. Ich darf richtig viel wegpacken hier. Blätter können wir wegpacken. Pelz, das kommt dahin. Das Stöcker packen wir weg. Stroh packen wir drüben rein. Okay, wie sieht es jetzt hier eigentlich aus? Hier könnten wir, hier müssten wir eigentlich immer die ganze Nahrung reinpacken. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich muss ja jetzt ein bisschen gucken. Ich kann jetzt nicht immer die ganze Nahrung verfeuern, also verkaufen. Jetzt an einen Stelle wird er wahrscheinlich auch essen wollen, ne? Warte, ich gehe erst rüber. Erst das jetzt rein. So, und ich weiß auch nicht, wie das hier ist. Wenn ich jetzt so einen einstelle für die Nähe rein, nimmt der dann das hier raus oder nimmt er das nur aus dem Warenlager? Wahrscheinlich nur aus dem Warenlager, ne? Wäre natürlich schon nice, aber ich möchte natürlich auch irgendwie Kontrolle haben, wie viel die verarbeiten. Nehmen wir das mit rüber. Ja, eigentlich müsste ich das ganze Essen mit. Kriege ich das mit vom Gewicht? Was halt schön wäre. Kräuter können wir hier drin lassen. Oh, wir stinken, oder mal eben. Wenn die Taverne. Hier hat er ein extra Lager, oder? Wenn ihr die Sachen nehmen könnte aus dem Essenslager, sie hat hier hingehen könnte auch. Oh ne, sie hat ein extra. Ja, pack mal den Bogen rein. Die hat ein extra Lager. Ja, gut, das muss ich dann mal in der nächsten Aufnahmesession dann mal ausprobieren, ob das den gleichen Tickerwert hat. Also wie die Haltbarkeit runtergeht. Ja, das ist aber auch alles fast durch. Jetzt muss ich essen. Naja, wir werden jetzt erst nach den Feldern gucken. Und da sieht das Fleisch hier. So. Doch, ich bin zufrieden, Leute. Es könnte ein klein wenig besser sein. Von den Gebäuden her, aber es ist okay. Es ist okay. So. Rote Beete. Ih, eklig. Wie? Was? Hallo? Alter, was denn jetzt? Haben die mal eine...
war das Kohlen? Cool. Haben die meine Kohlköpfe geklaut oder was? Ungepflügtes Feld, sagt er mir. Oder kann auch so eine Ernte schief gehen oder was? Da muss man mal eine Meldung kriegen oder was? Das ist jetzt aber gerade für den Arsch hier. Was soll das? Dünger, Alter. Ja, aber gut. Felder zerfallen anscheinend nicht oder erst Ende des Jahres oder. Ah, okay. Okay, geht aber dann auch nur alles weg, Alter. Ja, das ist jetzt hier aber. Ich meine, man sieht es ja, der Kohlkopf fehlt. Wie rausgeschnitten, Alter. Wurden wir echt beklaut oder was? Schockiert mich gerade, Leute. Schockiert mich. Hat echt irgendwie so eine dumme Drecksau hier unser Kohl geklaut. Lächerlich. Aber ist doch so, oder? Ich will das jetzt halt nicht abreißen und es ist weg, aber er sagt mir ungepflügtes Feld. Aber Kohl war doch auch im Frühling fertig. Warte, wir haben noch einen in der Scheune liegen. Wir gucken nochmal. Zur Sicherheit. Dass er zwei Saisonen braucht. Cool. Kann im Frühling gesät und im. Ach, im Sommer geerntet. Oder im Sommer gesät und im Herbst geerntet werden. Alles klar. Ja, dann hab ich's versaut. Okay. Also Kohle ist so ein Einjahreszeiten-Ding, ey. Naja, okay. Es ist, wie es ist, Leute. Ich hab's versaut. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal was anpflanzen, ne? Nützt ja nichts. Ich werde jetzt hier ein Feld ziehen. Ich hoffe, das geht auch hier, weil der so komisch Schotter ist. Ach, du ahnst es nicht. 7 Days Bug. Guck mal. Was jetzt schräg ist, weil die auch Blöcke haben. Oh nein. Nein, Spiel. Das ist richtig. Richtig scheiße, was du gerade mit mir machst. Ei. Das ist richtig. Richtig scheiße. Guck dir das an. Au. Ja, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Der hätte ich nachgeguckt sonst. Dann ist das überall schief hier. Überall. Guckt euch das an. Naja, dann können wir es auch hier hinten hin machen einfach. Ja, schade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sieht natürlich jetzt sehr, sehr Banane aus. Eigentlich wollte ich ja ein so ein großes machen.
1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Das sieht natürlich scheiße aus. Das heißt, wenn ich hier einen Zaun drum mache, sieht das immer noch kacke aus. Ja, ich weiß, der Großteil von euch denkt jetzt, hat der Probleme, der Typ. Aber das ist so. Kann das nicht ab, sowas. Wenn das keine Steuern kosten würde, ne, würde ich mit anhand von Feldern Wege bauen. Können wir mal gucken, warte mal. Dreimal, ach so, ich zahle für die Größe direkt. Okay. Aber ich zahle gerade nichts, oder wie? Weil nichts wächst, oder was? Komme ich jetzt auf 320 Steuern, bitteschön. Ach so. Da wurden wir ein einfaches Haus nicht gebaut. Warum stehen da denn auch Steuern? Ach so, den Roboter, den ich stehen habe. Der kostet mich auch 20 Steuern. Ja, Halleluja, Alter. Das Feld sehe ich leider nicht, was mich das kostet. Ja, dann rode es doch auch. Wenn ich dir das sage, Junge. So. Eieiei, da muss ich mir noch was einfallen lassen, Leute. Ich werde die Scheune nochmal abreißen müssen. Das geht so nicht. Das macht mich wie im Schädel. Das macht mich wie. Das heißt, ich muss irgendwann schräg gehen da bei meinem Dorf. Aber wir hätten hier so schön, wir könnten so schön hier die Felder anlegen. Guckt euch das an. Ich meine, klar, ich kann das wegnehmen hier. Ich meine, das kostet uns eh Steuern. Kann die Scheune abreißen und bestellen die Scheune hier so schräg hin. Das können wir machen. Wie zwar unser Dingen zerstören. Unsere schöne Symmetrie hier im Dorf eigentlich, was wir haben. Aber da das auch ziemlich weit hinten ist, dann stelle ich die echt ganz nah dran, die Scheune. Geht die so bis hier. Naja, oder ich stelle die Scheune sogar hier hinten hin. Na. Keine Ahnung. Also geht es auf jeden Fall nicht. Das gefällt mir nicht. Das wird mich Banane im Kopf machen. Weil ich könnte sonst hier zumachen halt, ne? Hier noch ein Gebäude hin. Eine Näherei oder so. Hier vielleicht nochmal eins. Aber die Scheune war jetzt auch nicht so billig, ne? Naja, wir lassen sie erstmal stehen so. Werden wir dann im nächsten Jahr angehen. Muss ich erstmal gucken, was ich pflanzen kann überhaupt. Wahrscheinlich wieder irgendein Getreidezeug. Kann ich dann... Ja genau, ich könnte einfach mein eigenes Roggen wieder. 20 Felder habe ich gemacht. Jetzt haben wir 20 hier, den Rest nehmen wir mit. Ja. Rote Beete würde ich verkaufen.
Weil ich würde dann echt Kohl nehmen, weil Kohl kann ich dann im Frühling. Genau, der ist. Roggen ist. Frühling ready, richtig? Kann im Herbst gesät, im Frühling gerne mehr. Und im Frühling könnte ich Kohl anpflanzen, könnte im Sommer ernten, dann könnte ich im Sommer nochmal Kohl anpflanzen, könnte ich im Herbst ernten. Jo Leute, aber wir sind erst am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann natürlich auch. Joa. Und dann schauen wir mal wegen der Scheune. Im nächsten Ingame, ja. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi!